zwei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Wir wollen nicht nur Babysitter für diese Zeit sein, sondern wir machen uns auch Gedanken, was wir mit den Kindern machen, sodass auch eine Entwicklung stattfinden kann. Wir wollen den Kindern was beibringen und nicht nur kontextlose Spiele veranstalten. Heute haben wir ein Spiel in den Lagergruppen gemacht und mussten dafür Streichhölzer und Wasser besorgen mit Münzen und dann gegnerische Schiffe abschießen. Es geht nicht nur darum, die Zeit irgendwie voll zu setzen mit Spielen, sondern wir machen uns auch Gedanken darum, wie kann man mit den Spielen was lernen, wie kann man durch die Spiele was lernen und wie kann man auch langfristig innerhalb von dieser Lagerzeit beispielsweise Erfahrungen sammeln. Ich finde das schön, dass man dann auch mal nicht, das ist ja irgendwie so was Ähnliches wie ein Urlaub, nur halt mit anderen Freunden und man kann sich was erzählen und ich finde es auch voll cool, in Zelten zu schlafen. Oh nein! Wenn ich jetzt beispielsweise in meinem Freundeskreis und in meinem erweiterten Freundeskreis auch von Generationen davor mich umschaue, sind auch viele Ehepaare in Jugendgruppen und in der KJ entstanden und auch Freundschaften, die bis heute anhalten, haben sich in der KJ entwickelt und die Leute haben sich in der KJ zum ersten Mal getroffen. Bitte, bitte, bitte und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Das Besondere an der Lagerzeit ist auch, dass es eine sehr intensive Zeit ist. Das heißt, eigentlich die ganzen Aktivitäten, die man auch durchs KJ-Jahr hinweg macht, hat man hier auf eine viel kompaktere Zeit, auf 24 Stunden ständig präsent. Das bringt auch viele Vorteile mit sich. Man kann viel intensiver auch zusammen mit den Kindern arbeiten. Hey, wer ist der Coolste hier? Du nicht! Ja, gut. Tralalala, dich zu uns ein.